mit Rätherzrücken oder meinem Rostenkanal hier vor der Nacht. Endlich mal über Zeit für ein kleines FNAF-Game. Heute spielen wir Art of Animation. Ist ganz frisch rausgekommen. Full Version auch noch. Und ich bin ja mal sowas von gespannt auf dieses Spiel. Hat ziemlich, ziemlich gute Bewertungen bekommen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal das neue Spiel. New Game. Und mein altes Teilchen hier namens Laptop geht mal wieder ein bisschen in die Knie. Aber macht nichts. The Courtyard. What? Was muss ich tun? Ah, ich kann hier laufen. Click the door to move on. Was? Press Control for Flashlight. Press B for move forward. Was geht ab? Was geht ab? Press Base. Kann ich was tun? Mysteriöses Spiel, oder? Das Sound ist schon mal ziemlich abgefahren, würde ich sagen. Was wird da wohl auf uns zukommen, Freunde? Meine Herz allerliebsten Zuschauer. We route to door one, we route to door one. Penner? Kaputt. Audio? Ich kann hier hoch. Es ist doch Control. Mal Panel. Reboot to Door 1. Was ist Door 1? Leute, ich weiß gar nicht, wenn man wisst, wo das ist, hier, diese Kommandos. Da habe ich auf jeden Fall drei Eingänge, in 2, 3, 4, 5, 6, 7, what? Stop hitting me! Es ist doch Control. Flashlight, aber wenn ich Control ist es nicht, es ist Shift. Shift, dann geht's Licht aus. Oder dieses Teil hier. Ich weiß nicht, was das für ein Teil ist. What? Reroute. Aber was ist jetzt Door One? Das hier? Ich hab keine Ahnung, Leute. Und hier steht ja nirgends was wie Door 1, Door 2, Door 3. What? Oh, die Maussteuerung. Stop hitting me! Stop hitting me! Und nirgends ist eine Uhr eingeblendet. Sehr hilfreich. Da ist einer.
What? What? Disturbing. Ich hab das schon gespielt, ich will ein normales Intro sehen. Da stand auf jeden Fall, wenn ich ganz doof bin. Press Control to flash the light. Da hier geht. Aber wieder was? Ich kann hier sonst nichts tun. Ich verstehe das nicht ganz, Leute. Für was brauchen wir hier, wo man gar nichts tun kann? Ein Flashlight? Das Spiel macht mich ein bisschen. Oder. Bringt mich ein bisschen durcheinander. Moment, darf ich mal kurz lesen? Dear Henry, you might want to avoid being here. Trust me, you'll see why. Right now, things want to be chaotic, but things will take turn off the worst. Don't say didn't warn you. What? Sag nicht, wir haben dich nicht gewarnt. What? I don't understand. Jetzt mal wieder ein Spielchen, was ja eigentlich cool aussieht und gute Bewertungen bekommen hat. Nur steht hier euer Rosti mal wieder vor einem Rätsel. Was, wie, wo, warum, wieso, weshalb? Aber kommt jetzt. Also wenn ich das nächste Mal drauf gehe, muss ich auf jeden Fall mir mal. Muss ich mal in die Extras gehen? Vielleicht gibt's da. Stop hitting me! Stop hitting me! Vielleicht. In den Extras, dass da irgendwelche. Instructions stehen für einen alten Mann wie mich, ne? 9 war ja das Teil mit Audio. Wäre mich jetzt nicht. Alles. Alle Audio ist überall. Aber für was? Bringen tut's nicht. Aber ihr seht ja hier. Bin ich wirklich zu dumm jetzt oder? Jetzt nehme ich schon 10 Minuten auf. Extras gibt's noch keine. Ja, danke fürs Gespräch. So liebe ich das mal wieder, ne? Für was? Für was muss ich da vorlaufen? Was soll ich hier Flashlight machen? Oh, what?
möchte hier nicht rein. Lass mich doch woanders hin. Ich will nicht. Wo ist er aber? Es ist etwas verwirrend. Muss ich offen und ehrlich gestehen? Vor allem habe ich keinen Plan. Und ist jetzt halt nicht gerade hilfreich, wenn nirgends steht. Erstens mal, für was Reroute, für was ist Audio? Wo braucht man was? Wo soll man was einsetzen? Was ist welche Tür? Welche Kamera zeigt was an? Das so macht das Spiel einen guten Eindruck, finde ich eigentlich. Ich bin gar nicht so schlimm da. Ist gut. Hier kann ich ja nur bleiben. Stop hitting me! Ich bleibe jetzt einfach mal hier. Warum auch immer. Kann mir da Mickey Maus so spielen, damit die das Maul aufmacht? Mach's Maul auf! Und kann, wie gesagt, mit Shift, durch Shift passiert das. Ich warte jetzt einfach mal, vielleicht zeigt sich ja was jemand in der Tür oder so. Ich weiß es. Das war anscheinend das Zeichen, dass eine Stunde vorbei ist. Gehe ich davon mal aus. Wem die Stunde schlägt. Oder wem sie nicht schlägt. Es scheint irgendjemand zu kommen. Oh, die Musik, Leute. Oh, er macht mich hier ja ganz fertig. Seht ihr wieder? Mein rechter Leben oder mein Laptop? Ja, es ist definitiv die Uhr. Zeit. Irgendjemand scheint zu kommen. Aber wo? Es ist jetzt 2 Uhr, gehe ich davon, wenn es bei 12 angefangen hat. Zweimal hat die Glocke geschlagen. Muss jetzt 2 Uhr sein. Ich liebe eigentlich solchen stupiden, verstörenden Sound. Aber beim Spiel ist immer etwas. Ich mache jetzt mal nichts. Muss ich auf das Klopfen reagieren? Was soll ich tun in dem Spiel, Leute? Ich habe keine Ahnung. Watch the roof. Steht hier. Watch the roof. Ich kann weder was laden, ich kann weder die Extras, ich kann weder irgendwas, ich muss immer wieder no game. Oh Mann! Ich kapier's
Absolut nicht. Genauso wenig wie hier. Aber ich glaube, das ist einfach nur so zum, jo, tu was, alter Mann. Wir gehen rein. Bin ich in Kameras? Gehe ich kaputt. Wieso gibt es da keine Hinweise, was man tun soll? Ich hasse es jetzt schon. Nee, das mag ich absolut nicht. Wenn man ein Spiel rausbringt, dann sollte man einem auch ein paar Tipps geben. Würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß es nicht, ob auf der Seite auf Gameworld habe ich es runtergeladen. Wenn ihr das wissen wollt, steht aber in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch gerne machen. Ob da was steht auf der Spieleseite, wo ich es runtergeladen habe. Ich bin halt derjenige immer, der sich Spiele sieht, aber ohne den Text eigentlich zu lesen, weil ich möchte mich nie spoilern, weil manchmal steht irgendwas drin. Vielleicht stand da was dabei, was man machen muss, wie man es machen muss. Ich weiß nicht, aber ich glaube es nicht. Kamera, neun ist er. Ich mache jetzt einfach irgendwas voll. Weil man sieht ihn nirgends in der Tür. Hier, wenn ich hier mache, kann ich gar nichts tun. Ah, mit Space kann man auf einmal hier. Was? Watch the roof? Was heißt Roof? Watch the roof. Wenn ich Space drücke, passiert das hier. Ah, vielleicht sehe ich dann besser. Watch the roof. Also mit Space macht verändert sich hier dieses Ding. Watch the roof. Habt ihr gesehen, da stand er. Erscheint nicht das hier. Vielleicht hat es geklappt mit dem Audio. Er scheint aber weg zu sein. Weil er stand jetzt auf einmal ja nicht mehr da. Oh, Leute. Der alte Mann versucht sich hier irgendwie durchzumogeln. Durch die Stunden. Was weiß ich. Da ist er. Watch the room. Schau auf. Was? We were burned alive.
da steht er. Er steht immer noch hier. Mach ich das ist so. Mach ich das ist so. Audio bringt mich. Nein! Da stand an der Tür. Jetzt habe ich ihn in der Tür gesehen, Leute. Ich habe ihn in der Tür gesehen. So sieht man ihn anscheinend. So ein abgelutschtes Ding hier. What? Jesus Christ! Leute, es tut mir leid, dass der Part jetzt ein bisschen länger wird. Ich werde jetzt weg. Das scheint Tür 1 zu sein. Ah, aber ich habe es jetzt so langsam mal hinbekommen. Ne? Also links ist Tür 1, dann wird Mitte Tür 2 sein. Funktioniert. Also man muss auf jeden Fall Space drücken und damit man hier diese andere visuelle Sicht hat hier, um zu sehen, in welcher Tür er steht. Ah, vielen Dank, Spiel. Danke, ich brauche deine Hilfe nicht. Yes! We got it! Oh. Ich sag doch, das Spiel ist cool. Nur müsste man wissen, was man macht vorher. Aber, Leute, der alte Sack, in diesem Sinne ich, oder in diesem Fall ich, ich hab's rausbekommen! Ja, meine Freunde, meine... Ach, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, meine treue Fangemeinde. Noch kurze Anregung vielleicht, Leute, die mich verstehen. Wir könnten ja so eine Art Community gründen und ihr könnt euch ja mal einen Namen für diese Community überlegen. Rusty's Community oder Alter Roschenzack Community. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich bin für Anregungen und Hilfe sehr dankbar. So, das war Art of Animation. Ob das jetzt Nacht 1 war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir mal eine Nacht überlebt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben es doch noch hinbekommen. Vielen Dank fürs Gespräch. Der Part ist jetzt ein kleines bisschen länger geworden, aber naja, doch ein gutes Ende genommen für diese Nacht. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zusehen. Schreibt mir in die Kommentare, ne? Wie gesagt, das mit der Community. Oh, was ist Community, Leute? Und wie euch das Spiel gefallen hat. Wenn ihr wollt, dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ja, kann, muss aber nicht. Das liegt an euch. Dann in diesem Sinne, genießt das Leben. Habt Spaß miteinander. Verhaut euch nicht. Das war Art of Animation. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet beim Mäuse-Kanal. Ich sage tschüss mit euch. Euer Rusty Man. Say goodbye. I love you.